Wenn wir ein neues Geschäftsmodell entwickeln wollen, dann müssen wir uns natürlich als erstes mal im Klaren sein, was bieten wir denn eigentlich unseren Kunden an? Und wenn ich sage, was bieten wir unseren Kunden an, dann ist damit gemeint der Wert, den wir unseren Kunden bieten, den Wert unserer Produkte oder der Wert unserer Dienstleistungen. Und dieser Wert kann aus ganz, ganz unterschiedlichen Dingen bestehen. Es können sehr sachliche Dinge sein, es können aber auch emotionale Dinge sein. Und bevor wir halt ein Geschäftsmodell uns überlegen, letzten Endes einen Price-Tag, ein Preisschild an eine Dienstleistung oder an ein Produkt hängen, müssen wir natürlich erstmal wissen, welchen Wert transportieren wir denn. Dafür gibt es ein sehr nützliches Tool, das ist der Value Proposition Canvas, ursprünglich mal entworfen von Osterwalder und Pigneur. Und der hilft uns dabei zu verstehen, was denn eigentlich auf der einen Seite die Kunden möchten und auf der anderen Seite, welchen Wert wir diesen Kunden bieten wollen. So, damit das Ganze jetzt nicht so abstrakt ist, möchte ich das gerne mal an einem praktischen Beispiel mit Ihnen durchspielen. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir wollen eine neue App entwickeln, eine neue Software entwickeln, die es ermöglicht, wesentlich einfacher als heutzutage Personalausweise zu beantragen. Sie wissen ja, jeder Bürger ab 16 in unserem Land muss einen Personalausweis besitzen. Und ja, dieser Personalausweis hat eine Gültigkeit von 6 Jahren oder 10 Jahren, je nachdem, wie alt man ist. Und unser Ziel ist es natürlich, diese neue App, die wir jetzt entwickeln, die soll die Beantragung wesentlich einfacher und wesentlich effizienter machen. Jeder von uns hat sicherlich schon mal einen Personalausweis beantragt und weiß, welche Umstände damit verbunden sind. Und ja, ich glaube, wenn man das sich so mal anschaut, eine App, die mit der das halt wesentlich einfacher gehen soll, müsste eigentlich der ultimative Geschäftserfolg werden. Jetzt wenden wir mal den Value Proposition Canvas auf dieses Problem an, auf diese praktische Problemstellung an, die wir mit unserem Produkt bzw. mit unserer Dienstleistung in Form einer App lösen wollen. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir zunächst mal verstehen müssen, was denn der Kunde eigentlich braucht, in welcher Situation der Kunde ist, was ihn nervt, was er toll findet, weil das ja letztendlich das ist, was wir mit unserem Angebot unterstützen wollen, was wir verbessern wollen. Ja, der erste Schritt also, Kundenbedürfnis genau zu verstehen. Und wenn man halt diesen Value Proposition Canvas anwendet, dann ist es eben wichtig, dass wir uns erstmal überlegen, wie ist denn die Situation der Kunden heute? Also nicht, was macht unsere Lösung da schon, sondern wir schauen erstmal uns ganz möglichst neutral, möglichst umfassend an, was ist die Situation der Kunden heute? Was finden Sie heute? Was müssen Sie heute tun? Was finden Sie heute gut und was finden Sie heute schlecht? Ein typischer Fehler ist nämlich, schon in der Analyse der Kundensituation die eigene Lösung irgendwie mit reinzumischen und schon zu erzählen, was eigentlich alles toll an unserer Lösung ist. Aber das ist halt fachlich nicht ganz richtig. Wir müssen wirklich erstmal verstehen, auf welche Situation wir dort stoßen. Und das funktioniert folgendermaßen. Also, wir reden von einem Kundenprofil und müssen als erstes mal natürlich festlegen, wer genau ist denn eigentlich der Zielkunde? Was ist unser Zielsegment, auf das unsere Lösung passen soll? Und das müssen wir natürlich besonders gut einkreisen, beschreiben, möglichst konkret machen, möglichst präzise machen, damit wir nicht von Äpfeln und Birnen reden, sondern damit wir genau wissen, wen wollen wir denn anvisieren, damit unser ganzes Team, was mit an einem Strang ziehen will, ein ganz klares Verständnis hat, wer ist denn eigentlich genau der Kunde. Ja, dann geht es weiter zu überlegen, welche Aufgaben haben denn die Kunden? Oder hier die Jobs to be done, wie sie halt im Englischen genannt werden, die Customer Jobs. Also, welche Ziele hat der Kunde in Bezug eigentlich auf die aktuelle Aufgabe? Welche Aufgaben oder auch Teilaufgaben muss der Kunde denn alles bewältigen? Welche Aktivitäten muss er dazu entfalten? Welche Informationen muss er einholen? Welche Termine gilt es einzuhalten? Also alles ganz neutrale Beschreibungen der To-Dos eines Kunden in Bezug auf die Situation, die wir jetzt mit unserem Produkt dann später verbessern wollen. Das nächste, was man machen muss, ist zu überlegen, was würde denn eigentlich der Kunde in dieser Situation wertschätzen? Also was würde dem Kunden gefallen, wenn etwas schnell geht beispielsweise, wenn etwas bequem ist? Das sind immer so Dinge, die dem Kunden gefallen würden. Und in Bezug auf die Analyse hier nochmal Achtung, es ist nicht gefragt,
was unser Produkt oder unsere Dienstleistung jetzt Gutes tun kann, sondern über was würde sich der Kunde generell in so einer Situation, in der er sich befindet, wo er eine Aufgabe vor sich hat, über was würde sich ein Kunde freuen? Und das Gleiche gilt eben negativ formuliert, was würde denn eigentlich den Kunden nerven oder ärgern? Also in der Regel ganz, ganz viele Dinge, die was zu tun haben mit Zeitverschwendung, wenn etwas umständlich ist, wenn etwas unverständlich ist, wenn man als Kunde das Gefühl hat, Dinge zu tun, die irgendwie vielleicht für die Mülltonne sind, weil man sie doppelt und dreifach tun muss. Alles das sind Dinge, die halt in einer aktuellen Situation nerven. Dazu möchte ich jetzt mal gerne zurückkommen auf unser Beispiel, was wir genommen haben, nämlich die Beantragung des Personalausweises und möchte gleich mal mit Ihnen einige Fehler durchdeklinieren. Ja, also wer ist der Zielkunde für den neuen Personalausweis oder die App, die wir für die Beantragung des Personalausweises machen wollen? Natürlich jeder Bürger ab 16, der einen Personalausweis braucht. Also völlig klar. Welche Jobs gibt es? Naja, im Prinzip zwei: Ausweis beantragen, Ausweis abholen. Was findet der Kunde gut in dieser Situation, wenn es schnell geht, wenn es unkompliziert ist und wenn das Personal auf dem Bürgeramt freundlich ist? Und was nervt? Natürlich, wenn der Prozess zu kompliziert ist und wenn es zu lange dauert. Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Das ist viel zu abstrakt und viel zu stereotyp formuliert. Wenn wir jetzt unseren Entwicklern sagen wollen, was sie welche Funktionalitäten des Produktes denn besonders gut sein sollen, weil sie besonders wichtig sind, und wir sagen halt, muss schnell gehen, dann kann das natürlich ganz, ganz viele Dinge bedeuten. Das kann ganz, ganz unterschiedlich interpretiert werden. Das ist überhaupt nicht konkret genug. Das Zweite, was wir ja später machen wollen, ist, unseren Kunden zu erklären, warum sie denn unser Produkt kaufen sollen, warum sie es benutzen sollen, warum das toll ist. Und auch da zu sagen, geht schnell und ist unkompliziert, ist viel zu pauschal. Das kann man fast bei jeder technischen Lösung behaupten. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall noch ein ganzes Stück konkreter werden. Und das möchte ich Ihnen auf der folgenden Folie zeigen. Ja, wenn wir uns erstmal das Kundenprofil anschauen, dann ist es natürlich wichtig, genau zu verstehen, welche Eigenschaften haben denn eigentlich unsere Kunden? Wer gehört denn wirklich alles dazu? Wenn wir sagen, jeder Bürger ab 16 und ein Entwickler, der jetzt die App entwickelt, hört jeder Bürger ab 16, dann ist man immer geneigt, von sich selber auszugehen. Also von einem technikaffinen, jungen, digitalen Native, der super gerne mit einer App umgeht. Und das ist natürlich auf Kundenseite mitnichten so. Wir haben natürlich ein ganz, ganz breites Spektrum von Usern und wir müssen dementsprechend, wenn wir vom Kundenprofil reden, auch unsere Entwickler mit der Nase draufstupsen, um welche typischen Kunden es sich handelt. Und ich habe es jetzt mal so formuliert. Also sowohl junge Digitalaffine als auch ältere Menschen, die Probleme bei der Bedienung von Smartphones haben. Außerdem auch Menschen mit Einschränkungen, die nicht gut sehen können, die nicht gut hören können, die vielleicht die Heimatsprache nicht können, die halt Sprachverständnisprobleme haben. Denken Sie mal an das ganze Beamtendeutsch, was wir so typischerweise in Formularen finden. Da kann man selbst als mittelgut ausgebildeter Professor ab und zu verzweifeln. Und das sind alles unsere Kunden, die wir halt später mit unserer App glücklich machen wollen, denen wir einen Nutzen stiften wollen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, das im Hinterkopf zu halten. Deswegen explizit hier formuliert, was gehört zum Kundenprofil, das ganze Spektrum mit all diesen Eigenschaften und Eigenarten unserer Zielgruppe. Ja, das nächste ist der Customer Job. Also was wollen denn eigentlich, was müssen denn eigentlich unsere Kunden machen? Und wie wir es vorhin gesehen haben, einfach mal, ich beantrage einen Ausweis und hole einen Ausweis ab, ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Wir müssen da ein ganzes Stück tiefer einsteigen und das könnte zum Beispiel so aussehen. Also ich muss als erstes mal als Kunde überhaupt mal feststellen, dass mein alter Ausweis bald abläuft oder dass ich vielleicht, wenn ich jetzt 15 bin, bald 16 werde und einen Ausweis beantragen muss. Ich muss mich informieren, was ich denn überhaupt mitbringen muss, wie denn das mit der Beantragung überhaupt geht, wann muss ich wo auftauchen, wie, welche Unterlagen muss ich denn mitbringen. Häufig ist es so, dass ich eine Geburtsurkunde meiner Heimatgemeinde besorgen muss. Auch auf dieses
In dieses Problem bin ich schon mal reingelaufen. Und das dauert unter Umständen eine ganze Weile. Und wenn man halt mehrere hundert Kilometer von seiner Heimatgemeinde entfernt wohnt, dann muss man der Heimatgemeinde irgendwie das Geld schicken. Üblicherweise funktioniert es nicht mit PayPal, sondern man muss kompliziert einen Überweisungsträger ausfüllen mit einem bestimmten Überweisungszweck. Und wenn das dann halt eingegangen ist und der Gemeindekämmerer in 500 Kilometer Entfernung das registriert hat, dann bekommt man seine Geburtsurkunde zugeschickt. Dann muss man Passbilder machen. Das sind die Passbilder, dürfen nicht irgendwelche Passbilder sein, sie müssen biometrisch sein und sie müssen aktuell sein. Also das, was ich als Passbild genutzt habe für meinen Ausweis beim letzten Skifahren, das funktioniert natürlich in der Regel auf dem Amt nicht. Und wenn da auch kein Stempel drauf ist, es ist aktueller als 3 Monate, dann wird man auch zurückgewiesen. Ja, ich muss einen Termin machen beim Bürgeramt. Je nachdem, wo man halt wohnt, dauert das zwischen einer Woche und 2 Monaten. Ganz großes Pech hat man, wenn man in Berlin wohnt. Da habe ich gehört, dauern Termine zur Beantragung eines Personalausweises. Die bekommt man erst in 2 bis 3 Monaten. Ja, sollte man also schon gehörig, bevor der Ausweis abgelaufen ist, einen Termin beantragen. Ja, da muss man den Termin wahrnehmen. Irgendwann zur normalen Tageszeit, wenn man halt üblicherweise in der Hochschule sitzt oder wenn man arbeiten muss, dann stellt man vielleicht fest, dass man nicht alle Unterlagen hat, weil irgendetwas anders ist als normal. Und ja, irgendwann darf man dann den Ausweis abholen, den alten Ausweis abgeben. Häufig ist es so, dass man eben persönlich auftauchen muss. Oder wenn man einen Vertreter schickt, dann muss das natürlich genau mit einer Vollmacht versehen sein. Wenn die falsche Unterschrift drauf ist oder die Vollmacht nicht vollständig ist, dann muss man diesen Prozess halt nochmal wiederholen. Also Sie sehen schon, bei diesen Customer Jobs ist es mir ganz, ganz schwer gefallen, neutral zu bleiben und einfach nur zu beschreiben, was denn dort zu tun ist. Also Sie merken schon, dieser Prozess, zumindest bei mir, wird dann schon leicht emotional so zwischen den Zeilen. Und das müssen wir natürlich nochmal getrennt erfassen. Das ist nämlich das, was bei den Gains und den Pains rauskommt. Schauen wir uns mal erstmal die positive Seite an. Also, was würde mir denn als Kunde unserer App, als Bürger, der einen neuen Ausweis braucht, gut gefallen? Also, wenn ich natürlich keine Fristen verpasse, wenn ich alle notwendigen Unterlagen mit einem Griff halt habe, wenn ich das gute Gefühl habe, ich habe wirklich nichts vergessen, ich habe alle Unterlagen dabei, das passt schon, ich muss nicht nochmal wiederkommen, was mich total ärgern würde natürlich. Wenn ich kurzfristig einen Termin bekomme, wenn ich einen Termin bekomme, der günstig ist für meinen Tagesablauf, den ich zwischendurch irgendwann mal machen kann, wenn ich eh Pause habe, wenn ich vielleicht alles an einem Ort habe und keinen zweiten Termin brauche und wenn er vielleicht mir irgendwann der Ausweis mit der Post zugestellt wird. Das würde mich halt sehr, sehr erfreuen. Und ja, was mich halt ärgert in der heutigen Situation, so ein paar Dinge habe ich natürlich gerade schon angesprochen bei den Jobs, aber wenn der Ausweis halt teuer ist, ja, kostet mittlerweile fast 40 Euro und ja, es ist eine Verpflichtung, ich brauche diesen Ausweis, kostet 40 Euro, dass mich der Staat zu etwas verpflichtet und dann dafür noch Geld verlangt, ist schon mal ein bisschen komisch. Passbilder sind relativ teuer, wenn ich sie machen muss. Auch der Prozess ist total spannend. Ich gehe halt in ein Fotogeschäft, natürlich zu den Öffnungszeiten des Fotogeschäftes. Dort wird ein digitales Bild von mir gemacht. Das Bild wird ausgedruckt auf Papier. Und mit dem Papier gehe ich zum Amt hin. Dort wird das Papier wieder eingescannt. Es wird wieder digitalisiert, damit es halt in meinem Ausweis hinterlegt wird. Also irgendwie schon mal auf jeden Fall verbesserungsfähig. Dann sollten natürlich die Passbilder den Vorgaben entsprechen. Wenn Sie das eben nicht tun, wie vorhin schon gesagt, entweder mehr als 3 Monate alt oder nicht biometrisch oder ja, ich bin nicht gut zu erkennen oder der Beamte dort auf dem Amt findet halt, das ist eben irgendwie nicht gut getroffen, dann muss ich diesen ganzen Prozess nochmal wiederholen. Sehr, sehr nervig. Ja, Termine sind ab und an nur langfristig verfügbar und auch zu ungünstigen Zeiten, wenn ich gerade eh arbeiten muss, vielleicht noch an einem ganz anderen Ort, muss dann hinfahren zu meinem Einwohnermeldeamt oder zu meinem Bürgeramt. Ganz, ganz schlecht. Ja, dann Unterlagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die schwer zu besorgen sind, zum Beispiel Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden, was auch immer, die ich von irgendwo anders her bekomme. Und ja, wenn man dann beim Amt ist und dann auch noch so ein bisschen so behandelt wird, als wäre man halt ein Bittsteller, dann ist das etwas, was ja, mich zumindest als, ich denke mal, mündigen Bürger in Rage bringt. Wenn wir uns jetzt die Probleme auf diesem Detailniveau, auf diesem Konkretheitsniveau angehört haben. Ich glaube, dann fällt es uns allen relativ leicht, einerseits zu formulieren, was muss denn unser Produkt können, was muss unsere Dienstleistung, unsere App eigentlich können, wo braucht die ihre besonderen Stärken.
Und auf der anderen Seite können wir, glaube ich, ganz gut feststellen jetzt, welche Stärken, welche Verbesserungen bedeutet denn unser Produkt im Vergleich zu der bisherigen Situation. Und da, wo wir natürlich unsere Stärken haben, da werden wir in Zukunft natürlich versuchen, einen Wert mit zu stiften. Und wenn wir einen Wert stiften, dann können wir in der Regel dort auch Geld verdienen. Und das ist ja unser ultimatives Ziel. Also schauen wir mal an, und ich denke, das ist jetzt absolut naheliegend, wie müsste denn eigentlich so eine App aussehen? Was müsste die denn eigentlich können? Was müsste eigentlich der Wert sein, den wir unseren Kunden versprechen, damit wir wirklich auf diese Situation, die wir gerade kennengelernt haben, ein optimales Produkt halt anbieten? Ja, schauen wir uns erstmal an. Die Jobs haben wir vorhin gesehen, die Jobs to be done, die Customer Jobs. Was sind die Funktionen, die wir eigentlich abbilden? Also welche Aufgaben muss unser Produkt erledigen können? Und das ist halt eine ganze Menge. Also da wären zum Beispiel die automatische Erinnerung, dass der alte Ausweis bald abläuft oder dass ich vielleicht erstmalig einen beantragen muss, wenn ich 16 bin. Einen Link zu bekommen, wo ich sofort mit der App, wenn ich schon diese Erinnerung habe, wo ich diesen Job sofort erledigen kann, wo ich per App sofort einen Ausweis oder einen neuen Ausweis beantragen kann. Wo ich eine App, die es mir ermöglicht, alle Unterlagen, die ich irgendwie brauche, automatisch zur Verfügung zu stellen, wo auch immer die herkommen. Aber warum muss ich da hinterher telefonieren? Warum kann man das nicht automatisieren? Ja, ein aktuelles Passbild zu haben. Jeder von uns benutzt wahrscheinlich sein Handy 100 Mal am Tag oder vielleicht noch häufiger und jeder macht unzählige Fotos am Tag. Wir dokumentieren unser ganzes Leben mit Selfies. Warum können wir nicht ganz fix ein hochaktuelles Passbild anfertigen? Wir stellen uns vor eine weiße Wand, machen ein Selfie und schwupps, da ist das Passbild. Das sollte doch eigentlich ganz hervorragend funktionieren. Ja, eine Unterschrift muss auf dem Ausweis drauf sein. So etwas kann man ganz fix mal auf einen Zettel unterschreiben, fotografieren und da ist die Unterschrift. Und ja, wenn ich mich identifizieren muss, dass ich wirklich der bin, der ich vorgebe, zu sein, dann sollte vielleicht unsere App auch noch eine Online-Identifikation zulassen. Zum Beispiel mit dem alten Ausweis, mit dem elektronischen Key, der auf dem alten Ausweis drauf ist, dass ich mich damit legitimiere. Und dann sollte es natürlich am Ende des Prozesses auch ein leichtes sein, dass mir der Ausweis zugesandt wird. Also das wären mal alles so Funktionen und Eigenschaften, die meine App haben sollte. Wenn wir uns mal schauen zu den Gains, ja, dem, was halt die Kunden gut finden, wie können wir mehr von dem erreichen, was die Kunden gut finden, was müsste unsere App dafür leisten? Also unsere App müsste dafür sorgen, dass eben keine Fristen verpasst werden. Und die App müsste dafür sorgen, dass eben die nervigen, zeitaufwendigen Suchen nach Unterlagen oder das Besorgen dieser Unterlagen halt entfällt. Ich müsste eine sofortige Bestätigung bekommen, wenn dieser Bestellvorgang für den neuen Ausweis abgeschlossen ist, dass ich weiß, ich habe alles richtig gemacht, es ist alles erledigt, dass ich auch ein gutes Gefühl habe, nichts vergessen zu haben oder dass nach 6 Wochen oder 8 Wochen ich eine E-Mail bekomme, Ihre Beantragung war fehlerhaft. So ist mir das bei meinem letzten Antrag auf dem Bürgeramt halt passiert. Ich habe es online beantragt, dann hat es 8 Wochen gedauert und dann bekam ich eine E-Mail, ich habe an irgendeiner Stelle den falschen Haken gesetzt und dementsprechend hätte meine Beantragung nicht bearbeitet werden können. 8 Wochen habe ich auf diese Antwort gewartet. Nein, ich habe 8 Wochen auf meinen neuen Führerschein da gewartet, aber nach 8 Wochen bekam ich diese Antwort. Sehr, sehr unbefriedigend. Also, ich möchte gerne das gute Gefühl haben, dass alles korrekt ist. Ich möchte das Gefühl haben, ja, dass ich keine weiteren Termine irgendwie in meinen Tagesablauf reinquetschen muss. Ich möchte es gerne sofort haben, 24/7, dann, wenn es mir halt in den Kram passt, wenn ich mal ein paar Minuten Ruhe habe für dieses Thema Ausweis beantragen. Und ja, dann wäre es natürlich super, wenn der Ausweis mit der Post kommt und zwar dahin, wo ich gerade bin, entweder auf Arbeit oder nach Hause. Vielleicht kann ich sogar eine Zeit mir bestellen, wann ich denn gerne meinen Ausweis hätte. Und ja, wenn so eine Identitätsfunktion, eine Identitätskontrolle notwendig ist, dann wäre das doch klasse, wenn das auch gleich mit funktioniert. Ja, was können wir tun mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung, mit unserer App, um halt die Nervereien, die unsere Zielgruppe heute hat, um die halt abzustellen? Ja, die Bestellung der App über die App, das wäre natürlich klasse, wenn es kostengünstiger wäre als bisher. Wenn ich mein Passbild sofort hätte, kostenlos und ohne Termin, wenn mein Passbild schon automatisch geprüft ist, ob es ausreicht, ja, nicht, dass ich nach mehreren Wochen dann höre, Ihr Passbild ist nicht gut,
dass ich sofort beauftragen kann, dass ich geringe Wartezeiten habe, vielleicht Wartezeiten, wie ich sie kenne von Online-Shops, dauert halt ein paar Tage, dann habe ich irgendwas in der Post. Funktioniert ja fast bei jedem Online-Shop so, dass man nach spätestens einer Woche das Produkt, was man bestellt hat, in der Post hat. Ja, und dass die Post eben automatisch kommt zu mir nach Hause, zu mir auf Arbeit, die Identität prüft und so weiter. Und ich nicht deswegen nochmal extra wieder auf das Einwohnermeldeamt laufen muss. Also, wir sehen, wir haben hier richtig viel Wert definiert. Wir haben Werte formuliert. Wir haben Zahlen, Daten, Fakten formuliert, was wir tun. Wir haben formuliert, was wir tun, damit unsere Kunden noch glücklicher sind. Und wir haben formuliert, was wir tun wollen, damit unsere Kunden den bisherigen Nervereien nicht weiter ausgesetzt sind. Das ist sozusagen richtig schön umfänglich, das, was wir jetzt mit diesem Value Proposition Canvas gemacht haben. Ja, was können wir jetzt mit den Ergebnissen tun, die wir jetzt erzielt haben? Wir können im Prinzip das für zwei Dinge verwenden. Wir können einmal in Richtung unserer Produktentwicklung die richtigen Prioritäten setzen. Wir sehen halt, wo der größte Bedarf unserer Kunden ist. Und wenn wir was entwickeln, wenn wir ein komplexes Produkt, eine komplexe Software entwickeln, dann ist es in der Regel so, das bekommen wir nicht alles an einem Tag. Das wird ein Prozess sein über längere Zeit, vielleicht über mehrere Jahre, wenn ich so ein komplexes Produkt habe wie das hier. Und es ist eben für uns sehr wichtig, aus der Marketingperspektive zu formulieren, wie sind denn hier die Prioritäten? Was sollte zuerst entwickelt werden? Was sollte besonders gut entwickelt werden? Wo sollten wir besonders viel Wert drauf legen, dass es halt von Anfang an funktioniert? Und was ist vielleicht etwas, was für später geeignet ist, was das Sahnehäubchen ist, was wir auch später nochmal nachimplementieren können? Das ist sozusagen die Produktseite. Ja, und wir haben natürlich die Vermarktungsseite. Und eines der Fragen, die wir uns stellen müssen, wie soll denn eigentlich unser Geschäft funktionieren? Mit was wollen wir denn eigentlich in Zukunft unser Geld verdienen? Das ist die zweite große Frage. Und die Antwort, die finden wir jetzt in unserem Wertversprechen, in unserer Value Proposition. Wir haben jetzt es wirklich geschafft, die Werte einzeln rauszuarbeiten, auf einem ziemlich guten Konkretheitsniveau. Vielleicht kann man es sogar noch konkreter machen. Wir können noch Zahlen, Daten, Fakten dranhängen. Wie viele Minuten sparen wir uns? Wie viel Geld sparen wir uns mit einem Schritt? Wie viel Nervereien können wir uns vom Hals halten? Wir können versuchen zu quantifizieren, was ist es denn dem Kunden wert, wenn er nicht mehr diese nervigen Gänge zum Amt hat, sondern das halt aus einer App macht. Diese Werte zu identifizieren, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein Geschäftsmodell entwickeln können. Weil, was machen wir letztendlich? Wir werden so etwas festlegen wie, welcher Preis gehört eigentlich an diesen Wert? Sie erinnern sich vielleicht, was ist der Preis? Der Preis ist das, was ich als Kunde bereit bin zu bezahlen, wenn ich einen Wert geliefert bekomme. Und in der Regel ist es so, der Kunde muss den Wert, den er empfindet, der muss größer sein als der Preis, den ich in Form von Geld bezahlen muss. Also es gibt mir einen Indikator, welcher Preis ist angemessen für welchen Wert, den ich stifte. Und das Zweite ist natürlich, es hilft mir auf die Sprünge, wenn es darum geht, wie genau rechne ich ab. Also wem knöpfe ich hier eigentlich Geld ab? Sind es jetzt die Endkunden, denen ich das Geld abknüpfe? Oder ist es vielleicht der Bürgermeister, der bei seinen Bürgern besonders gut rauskommen will? Und eben so eine App aus der Gemeindekasse bezahlt. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied im Geschäftsmodell. Und deswegen ist es halt besonders wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen. Wir haben jetzt hier nur eine Seite uns angeschaut. Wir haben nur die Seite der Bürger uns angeschaut und angeguckt, welchen Nutzen hätten die davon. Wir können natürlich das Gleiche auch nochmal machen aus der Perspektive einer Gemeinde. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Stakeholder. Da gibt es vielleicht sag mal, die politische Seite, die den Bürgern gerne was Gutes tun möchte und die gerne sagen möchte, hey, bei uns ist es besonders einfach und wählt mich bitte beim nächsten Mal. Es gibt aber vielleicht auch die Perspektive der Verwaltung, die halt sagt, das muss auch irgendeine gewisse Sicherheit haben. Oder wir haben hier nur einen bestimmten Stellenschlüssel und möchten mit unserem Stellenschlüssel auskommen. Wenn wir so ein Tool haben, dann schaffen wir das halt viel, viel besser, weil es viele Dinge automatisiert. Also Sie sehen dieses Wertversprechen, das können wir für ganz viele verschiedene Zielgruppen machen.
Und dann können wir uns eben überlegen, welcher dieser vielen Zielgruppen hat denn eigentlich etwas von unserem Produkt? Wie viel haben die denn von unserem Produkt in Form von Geldersparnis, Zeitersparnis, Ersparnis von unangenehmen Situationen? Und ja, wem können wir halt hinterher welches Geld dafür abnehmen? Also, das ist mal sozusagen der erste Schritt, den wir machen müssen, wenn wir ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwerfen. Wir müssen verstehen, welchen Wert wir welcher Zielgruppe liefern. Und das ist sozusagen die Basis für die ganzen nächsten Schritte. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören.